Ist wieder ein bisschen leise, aber das ist so kurz. Da kann ich einmal Start drücken und dann war's das. Und dann geht's auch schon wieder mit dem ganz normalen Glitzer, Bling, Bling, Sound. So. So, einmal töten. Oh, und den hier, den Power-Up, genau. Ach ja, das war, glaube ich, eins, wo es relativ, na, nicht schwierig war. Also, ich kann mich an das Ding hier erinnern. Da war es ein bisschen kacke. Also, da habe ich irgendwie Probleme mit gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Okay. So, da kommt recht viel raus. Gönnt euch den mal. Da kamen so ein paar Zehntausender raus. Sehr schön. Oh, und hier haben wir ein Power-Up. Haben wir hier durch, bitte. Wir hätten natürlich noch den einen auf dem Weg mitnehmen können. Alter, hier ist so wenig, ne? Ich verstehe es nicht. Warum ist hier so wenig los? So. Die bringen scheinbar am meisten. Ja, okay, hier ist nichts mehr. Dann hier lang. Sehr gut. So. So, hier ist auch nichts mehr. Also hier mit nichts mehr meine ich natürlich keinen Power-Up und so. Ja, da ist ein Power-Up. Ja, ich finde irgendwie, die kleinen Tonnen bringen nicht so viel. Ja, da kann man mal sagen, okay, da ist auch noch ein Power-Up drin. Hier ist auch noch ein Power-Up drin. Okay, lohnt sich doch hier diesen bisschen. Also ist doch nicht so schwer. Ich dachte eben, dadurch, dass hier so relativ wenig ist, da kann ich mal eben ganz rüber gehen. So, hier ist auch noch ein Power-Up drin. Und mega viel Geld. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht den Power-Arm. Nein, egal. Gut, dann sind wir auch schon wieder hier fertig. Meine Fresse. Bim, 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 bim. Bam! 155 von 160. Mons Eisleckkantine. Wunderbar. So. Und hier wieder Minikit-Bonus. Todesstern. Ach ja, ist die vierte, ne? Genau. Episode 4, bla bla bla, brauchen wir nicht mehr. Machen wir irgendwas hier? Suchen wir uns irgendeinen. Nein! Das Ding ist so sinnlos. Ah, ne. Ja, toll. Was für geile Dinger es hier gibt, ey. Ehrlich. Ah, die Dinger sind ganz geil. So. Ich mache demnächst wahrscheinlich sogar mal ein kleines neues Lego. Gehe ich mal von aus. Da habe ich auch mal wieder. Habe ich auch schon längere Zeit. Also, ich meine, ich habe ja jetzt hier die Pause gemacht. Eigentlich dachte ich ja anfangs, dass es noch ein bisschen länger dauert. Hier mit dem. Dass diese Dinger hier. Dass diese Level hier noch ein bisschen länger dauern. Ups, länger dauern. Dachte ich. Aber anscheinend ja nicht, ne? Die sind ja alle recht kurz. Jeden Fall werde ich dann wahrscheinlich demnächst ein neues Lego. Ich weiß allerdings noch nicht welches. Also ich habe auf jeden Fall Lego Herr der Ringe ist ein mega geiles Spiel. Das habe ich hier schon mal angezockt gehabt. Lego hier, wer ist es? Lego Harry Potter ist auch ziemlich gut. Die haben nämlich alle, die sind alle nicht ganz so wie das hier, nicht ganz so. Wo man dann in einer, weiß ich nicht, an einem Ort ist und dann in die Level geht, sondern das ist sozusagen zusammenhängend so eine Geschichte. Bei Lego Herr der Ringe ist das richtig geil gelöst, finde ich. Dass man da wirklich, das ist sozusagen eine regelrechte Open World, wo du da rumrennst und dann halt, na gut, das ist bei Harry Potter auch so, also bei Herr der Ringe kommt es viel größer rüber, weil es einfach
da komplett Mittelerde ist und bei Harry Potter ist es halt hier Hogwarts, ne? Aber ist trotzdem beides ziemlich gut, aber das ist so. Wenn ich Harry Potter, dann würde ich dann, weiß ich nicht, zwischen, würde natürlich der zweite Teil von Harry Potter, ne? Würde natürlich erst dann kommen, wenn ich ja, komplett durch bin mit dem ersten Teil. Logisch eigentlich. Oder zumindest, wenn ich die Story durch habe. Das ist natürlich, wobei, das könnte man dann auch machen. Das ist, mal schauen. Und dann könnte man das so machen halt, oder das, ja, dann hätte ich das so irgendwie gemacht vielleicht, dass ich dann anfangs Lego Herr der Ringe und, Quatsch, Lego Harry Potter und später dann dazu Lego Herr der Ringe, je nachdem wie es geht mit meinem, ja, Internet und so weiter und so fort. Müsste ich gucken. Und ja, auf jeden Fall hätte man das so machen können und dann, wenn man damit durch ist, kommt dann das nächste Lego. Ich habe aber eigentlich mehr Bock auf Lego Herr der Ringe, so um ehrlich zu sein. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Also vielleicht kommt doch eher Lego Harry Potter. Ich muss dann noch mal ein bisschen überlegen, worauf ich mehr Bock habe, so. Läuft das hier so ein bisschen schleppend, habe ich das Gefühl, aber wir schaffen es, aber ich meine, es läuft, kommt ein bisschen schleppend so, ja. Ich meine, wir haben über 3 Minuten gebraucht, das ist völlig mega lang. Also ist ziemlich lang, wirklich. Ja, also wir sind übrigens gerade bei ungefähr 3 Folgen und sind fast durch. Das geht einfach unglaublich schnell. Ich meine, uns fehlen jetzt noch 4 Leben. Level. Und, ja. Dann war es das auch schon wieder. Und die werden alle nicht länger als 5 Minuten dauern, sofern wir das beim ersten Mal schaffen. Und ich gehe mal davon aus, also um ehrlich zu sein, ich gehe da wirklich von aus, dass wir das beim ersten Mal schaffen. Dazwischen haben wir noch eine kleine Laufzeit von 1/2 Minute. Wenn wir jetzt bei allen sagen 3 Minuten, Alter, erschießt du nie einfach den Typen. Ja, dann sind wir. Ach, wir sind bald durch, einfach. Ganz einfach gesagt. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwas zu rechnen oder so. Ich habe Wochenende. Pff. Ja, es ist keine Musik. Quatsch mich nicht voll. So, wo sind wir hier? Ach so, okay. Ah ja, Bespin natürlich. Gleich, ach so, den ganzen Scheiß hier am Rand kann ich auch noch kaputt machen. Meine Güte, sagt doch einer Bescheid hier. Und ich frage mich, wo sind die ganzen Sachen zum kaputt machen hier? Dann kommt da auf einmal hier. Meine Güte, das ist, das läuft. Ah ja. Toll, da gibt es 2000. Hier ist ja gar nichts. Was soll denn das? Toll. Aber nur Zeitverschwendung. Mensch. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Oder so. La, 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 la. Oh. Dankeschön. Yeah. Sehr gut. Machen wir mal hier so. La 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 la. Okay, 500.000 haben wir jetzt. Alter, entspann dich. So, die bringen sehr viel Geld, muss ich sagen. Also lohnt sich auf jeden Fall, diese Dinger immer zu zerstören. Ah! Und vor allem auch, wenn dann ein schönes Power-Up rauskommt. Also manchmal ist es sogar besser, wenn da zwischendurch mal eher ein Power-Up rauskommt, anstatt da irgendwie 50.000 oder so. Lohnt sich eigentlich mehr so ein Power-Up. Weil ich damit halt wirklich viel schneller die Sachen einsammle und somit halt auch in der Zeit, in der ich den ganzen Kappes da einsammle, ja. Lohnt sich halt mehr. Penis. So, und müssten wir eigentlich gleich wieder gepackt haben. So. Bam! So, das war schon wieder.
Ohne Scheiß, ne? Ja, wieder unter 2,5 Minuten. Sagen wir mal, wenn man mit jetzt noch mit 7,5 Minuten rechnet, dann kommt man, glaube ich, ist man glaub ganz gut dabei. Also 8 Minuten noch. Mal schauen, wie lange das in wirklich noch genau dauert. Mal schauen, wie viele Folgen das werden. Und mal schauen, ja, alles mal schauen. Ich suche mir jetzt mal direkt ein gutes aus. Eins, was mich interessiert. Auf jeden Fall den hier, den AT-ST. Der ist super. Mir fällt gerade auf, das sind die ganzen, also, stimmt, das sind die ganzen Dinger aus dem Dings. Also das sind nicht die Dinger, die man normal benutzt, sondern das sind die ganzen Sachen, die man Minikit hat. Klar, also. Ja, ziemlich cool. Also, AT, nehmen wir mal einen Schneegleiter. So, aber nur so. War Spaß. Ach ja, da war ja was. Oh, der passt sogar hier rein. Mensch. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, so. Eigentlich. Also ich habe gar nicht gelesen gehabt, was das für ein Level war. Ich muss mich gerade kratzen, deswegen bin ich gerade so ziellos irgendwo hingeflogen. Oder irgendwie nirgendwo hingeflogen, mehr gesagt. Ah, Hilfe. Das irritiert manchmal voll, dieser Fangstrahl da. Gibt es hier nicht irgendwo vielleicht irgendwie eine coole Gegend, wo man ein bisschen besser... Also ich meine, hier ein paar Bäume abschießen, das ist ja auch nicht so geil. Oder ist das nicht einfach nur mega schwach? Ich brauche mal irgendwas Großes.